Macht jetzt wieder Revi Greenscreen Memes. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, wie gesagt, diese Videos nochmal für mich bearbeiten würdet. Laden wir sie gemeinsam auf YouTube hoch, meine Freunde. Nutzt diesen Hashtag einfach ganz am Anfang des Videos, damit ich diese Videos auch direkt finde. Leute, danke dafür. Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mein Name ist Revinzeit und falls ihr mich noch nicht im Fortnite Creator Shop eingetragen habt, ist es jetzt Zeit, die Fresse zu halten. Leute, ich habe mal wieder zu einem wunderbaren Greenscreen-Video aufgerufen. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal ganz kurz an, was ihr so daraus gemacht habt, meine Freunde. Beginnen wir mit dem ersten Clip. Thomas hat mir wieder hier Sachen rausgesucht. Ich habe mich diesmal als Tier verkleidet. Also im Großen und Ganzen, Leute, ich habe keinen Effort da reingesteckt. Ich habe mich überhaupt nicht verkleidet. Ich bin einfach nur affig von dem Greenscreen rumgetanzt. Aber das ist ja das Format. Bitteschön! Oh. Ja, da war ein Hund, der mich angebellt hat. Extrem schön. Da unten ist ein Bild von A Vive. Okay, alles klar. Gucken wir uns die Szene nochmal an. Ich bin am Kacken und da kommt ein Hund und dann verschwinde ich mitten im Wald. Ja, nee, also das... Nächstes... Ding, keine Ahnung, Mann. Mach mal hier ein bisschen lauter, Thomas, damit du sich nachpegeln musst. Ich bin hier ein sogenannter Ehrenmann tatsächlich, ja, dass ich das schon hier einstelle, sodass es für dich auch einfacher ist. Richtiger Ehrenmann. Macht die Spur erst dann lauter, nachdem ich sie schon lauter gemacht habe und mir jetzt nochmal die Arbeit machen muss, sie leiser zu machen. Mr. Patch on Twitter. Revi in ihrer natürlichen Umgebung, okay. Ich bin gespannt. Ups, muss ja erst wieder leiser machen. Danke für nichts. Das Signal zum Aufbruch ist gegeben. Die erwachsenen Tiere gehen mit gutem Beispiel voran und beginnen, die Kolonie zu verlassen. Als ob! Guckt euch das an! Guckt euch das an, Alter! Guckt euch das an! Oh mein Gott, ist das stumpf, dieser derbende Pinguin, Alter! Die erwachsenen Tiere gehen mit gutem Beispiel voran. Nee, das ist gut, das ist stark, und das ist stark. Die Kolonie zu verlassen. Bruder, well done, Herr Patch! Heute Abend Livestream! Kommt unbedingt vorbei! Schauen wir mal, was wir hier haben. Alle Soos gehen an Revinzeit und Thomas. Ich bin übrigens dumm mit D. Ja, okay. Mann, Alter. Oh, Leute, das Schöne ist, jetzt können wir das noch. Mit Artikel 13 ist das nicht mehr möglich. Fuck, Alter. Mann, wieso? Ikonische Ausblicke über weite Grasebenen. Ja, wer kennt's nicht, Leute? In der afrikanischen Savanne dabbende und Fortnite tanzende Pinguine. Absolut normal, man kennt's. Die von charakteristischen wilden Herden bevölkert werden. Mann, Alter. Ich bin vom Aussterben bedroht. Oh, weia! Ja, eine Herde sind vier Tiere, ganz genau. Unverwechselbaren Symbolen dieses Kontinents. Eine Kulisse getrübt durch Angst. Und gezeichnet von dem grausamen Spiel um Leben und Tod, bei dem die Natur Regie führt. Absolut geil, Digga. J-Ronix, das hast du echt extrem gut gemacht. Ehre, Digga. Vielen, vielen Dank dafür, Mann. Extrem stark. Ich sehe mich ja gerne in Dokus. Hier nochmal 2 Minuten, meine Freunde. Hier sehen wir den Game Master. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, wie viel Mühe ihr mittlerweile da reinsteckt. Damn, Bro. Lass uns einfach die Videos bitte demnächst auf YouTube hochladen. Lass uns die wirklich auf YouTube hochladen, Leute. Mit einem separaten Hashtag, weil ich kann mir diese Twitter-Qualität einfach nicht mehr geben. Oh mein Gott, der Gamer. Alter, ist das episch gemacht, Junge. Oh mein Gott, Alter. Ich bin der Game Master. Steck dir eine Gurke ins Ohr. Ich bin der Game... Ich bin der Game Master. Willkommen bei Revinzeit. Reportagen und Dokus über unsere Natur. Heute geht es um das Sebastian. Es wurde vor hunderten von Jahren für ausgestorben erklärt, jedoch haben unsere Reporter das wahrscheinlich letzte überlebende Sebastian in einem offenen Waldweg neben dem Supermarkt gefunden. Was ist das denn, Alter? Oh, Leute, ey. Oh, fuck. Heute geht es um das Sebastian. Dieses Wesen ist euch wahrscheinlich nicht bekannt. Voll das schön. Sebastian ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Tieren. Es ist ein Wolf, ein Fuchs, ein Pinguin und ein Mensch zugleich. Oh Mann, ey.
dass Sebastian revolutioniert die Lebensweise der Pinguine, weil es auch an sehr warmen Orten leben kann. Dass Sebastian kann bis zu 70 Jahre alt werden, 1,80 Meter groß werden und... Warum nur bis zu 70? Ich bin 1,85 und warum nur bis 70, Alter? Was soll denn das? Gönn mir doch mehr, Bruder, warum? Ein Gewicht von unglaublichen 700 Kilogramm erreichen. Ja, das stimmt. Auch Wölfe haben manchmal Husten. Dass Sebastian ist ein Pflanzenfresser und ist nur gegen einen Menschen aggressiv, und zwar den Fettsack, aber dieses hässliche Gesicht lässt Aggressionen... Dieses hässliche Gesicht. Tieren aus, sodass sie sogar anfangen, sich selbst aufzufressen. Dass Sebastian frisst außerdem seinen Eltern nach dem 18. Lebensjahr auf. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr dreckigen Hunde, die nach Dokus im Fernsehen gucken. Casey Powder, Digga, Ehrenmann, Alter. Mega nice, Digga. Mega, mega fett an der Stelle wieder. Guck mir mal ganz aus, was das hier ist, Alter. Oh Gott, ich sehe es schon, Junge. Ich kann jetzt schon nicht mehr, Alter. Oh. お前はもう死んでいる。 何? Was? 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 Was denn? Was denn? Ich bin vom Aussterben bedroht. Warum ist da Rosie von Caillou, Alter? Leute. Ja, stark, Keini Heini. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schauen wir, was Trendsix gemacht hat, Alter. Gut. Da sagt die Qualität auch wieder komplett auf Wiedersehen. Wie gesagt, demnächst dann auf YouTube bitte. Nicht mehr auf Twitter. Ich kann das nicht mehr, Leute. Das ist so ein Matsch hier. Ich bin vom Aussterben bedroht. Oh weia! Bin Pinguin. Nee, geil. Also auch geil, ja, Justin hat ja auch was gemacht, Leute. Guck mal ganz kurz hier. Justin hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den Chroma Key zu nutzen. Sondern hat mich einfach... Ich bin vom Aussterben bedroht. Oh weia. Okay. Sorry, wenn das macht das zum ersten Mal. Okay. Wenn es schafft ist. Nee, das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ach so. Nee, kein Ding, Justin. Aber du hast ein Smiley rein editiert. Das ist ja wichtig. Das ist ja wichtig, so. Okay, alles klar, dass der Stoff aus dem Albträume gemacht sind. Machen wir direkt weiter mit Luca und Twitter. Dieses tanzende Alien, Alter. Ach Mann, ey, Leute. Leute, oh Gott, ey, oh Gott. Ja, danke dafür für diesen kleinen Clip. Hier haben wir nochmal Luca tatsächlich. Luca hat zwei Videos direkt rausgehasselt. Danke dafür, Bruder. Dankeschön. Super lustig. Fortnite Gamma. Alles klar. Gucken wir mal. Hier haben wir einen Pinguin. Und ich komme ins Bild rein. Und lass mich sagen, jetzt kommt ein Signature-Satz. Ich bin Pinguin. Bin Pinguin. Ja. Nee, das ist Comedy. Das ist Comedy, Leute. Das ist Comedy und das ist lustig. Hat sich hier auch zu Wort gemeldet. Bin vom Aussterben bedroht. Oh weia. Okay, was hat der... Halt die Fresse! Danke, Elotrix, dafür. Ja, hier nochmal ein bisschen Kontrast hochgeschraubt. Ich will verarschen, Mann! Ich bin... Dieser Clip ist so dermaßen dumm. Bin Chamäleon. Ach so. Verwandelt. Nee, gut gemacht. Das hat er gut gemacht als Chamäleon. Also da hat man mich nicht erkannt. Alles klar, machen wir direkt weiter mit dem lieben Hannes Dambacher. Schauen wir doch mal, was Hannes da so gezaubert hat, Leute. Bitteschön, Film ab. Eines Nachts im Wald. Mann, Alter, da steht einfach fucking Jero. Da steht Jero, Leute. Auch Wölfe haben manchmal Husten. Das ist so, ja. Oh Mann, Leute. Nein, doch, nein. Fuck this shit, I'm out. Du bist scheiße. Ja, ja, ja. Wife ist scheiße. Ganz genau. Ganz genau. Danke dafür. Palace Soccer Palace hat auch mal wieder was hergestellt. Was gefertigt, Alter. Ich mag's grob und hart. Scheiß, mach mir nicht auf Männer. Gut, man erkennt an der Stelle gar nichts. Wir sehen hier Katja Krasavitz. Ja, nee, alles klar, danke dafür. Das betreffende Video hat der Nutzer. Ja, nee, also, da muss ich
Da muss ich ganz schnell los, Kollege, aber sowas von. Da muss ich direkt auf mein Pedalo. Okay, Poke7Z hat hier auch noch was gezaubert. Man kennt das, Leute, ich in einer Innenstadt in einem Tigerkostüm. Dieser Twitter-Player ist das räudigste Medium, was ich im ganzen Internet jemals hätte auswählen können dafür. Ich glaube, wir hätten die Videos sogar auf fucking MySpace hochladen können. Sie hätten eine bessere Qualität, Leute. Es tut mir weh, eure Arbeit so runtergerendert und runter zermatscht zu sehen von Twitter. Aua, ich leide. Guckt euch das an, es wird einfach pixelig mittendrin. Warum? Warum? Stimmt, die hatten wir noch gar nicht. Was für ein Geräusch machen eigentlich Schnecken? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snack. Ja, danke für die Produktplatzierung am Ende. Absolut wertvoll, Leute. Ich würde sagen, das war's wieder von diesen Greenscreen-Memes. Ihr habt ja gesehen, Leute, dass am Anfang wieder neue Greenscreen-Memes gewesen sind. Und unter folgendem Hashtag dürft ihr diese nun posten. Ich wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag. Das Ganze habt ihr auch bereits am Anfang gehört. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr, wie gesagt, diese Videos nochmal für mich bearbeiten würdet. Laden wir sie gemeinsam auf YouTube hoch, meine Freunde. Nutzt diesen Hashtag einfach ganz am Anfang des Videos, damit ich diese Videos auch direkt finde. Leute, danke dafür. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wieder riesiges Dankeschön an meine Community. Ich küsse eure Augen. Extrem nice gewesen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Lasst einen Daumen nach oben. Da folgt mir auf Instagram. Auf Instagram heiße ich da. Alles klar. Macht's gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.